Jo. Ja, Hermann, du hast dieses Jahr wieder eine gute Reisesaison hingelegt. Ja, gut. Warum bist du jetzt hier auf der Messe? Willst du dich hier auf der Messe noch verstärken? Oder was sind deine Beweggründe, hier auf die Messe nach Kassel zu kommen? Das ist ganz einfach, um gute Freunde kennenzulernen, so wie dich jetzt hier oder Klaus oder jetzt andere. Und das ist für mich erstmal Beweggrund, denn wie gesagt, was soll ich sagen, man hört Neues denn da durch die einzelnen Gespräche mit den Freunden. Und ja, und ohne mich fängt die Messe gar nicht an. Ja, wir sehen uns ja regelmäßig schon über Jahre. Ja. In Dortmund wirst du mit Sicherheit auch wieder sein. Ja, in der Brasilien, ja. Und das heißt, die Geselligkeit steht für dich hier bei diesen Events im Vordergrund. Absolut, absolut. Also so viele neue Sachen, die hier gibt, ich brauche die nicht alle. Und aber für mich ist diese Freundschaften, die ich in der V nicht so habe, sondern hier jetzt weltweit, sage ich mal, das ist für mich der Vordergrund. Ob es Schweizer sind, ob es Polen sind, ob es Belgier sind und Holländer oder so, auch Deutsche, sehr viele Deutsche denn da. Das ist für mich, deswegen bin ich hier. Das heißt, wenn du sagst, du triffst hier mehr Freunde wie bei dir in der V, ja, liegt das auch daran, weil du so erfolgreich bist, dass du in der V dann auch viele Neider und so hast? Ja, nun gut, da muss man sich erarbeiten. Die Neider muss man sich erarbeiten. Bernhard Bäumer aus Beckum sagt einmal zu mir, Neid muss man sich erarbeiten, ja. Mitleid kriegst du geschenkt. Ja, so ist es. Genau so kann ich nur bestätigen, obwohl ich habe noch genügend Freunde auch noch in der V, aber man weiß ja nie, wann sie das Messer rausziehen. Ja. Nee? Du hast mir heute erzählt, du hast auch eine super Taube abgegeben an Robert Borowitz. Ich habe Robert eben hier getroffen und er hat geschwärmt von der Taube, die er von dir bekommen hat. Ja, das ist so. Wir haben in der Nachbar-V einmal Torten essen. Das heißt, jeder, der den ersten Preis kriegt, der muss eine Torte stiften und da werde ich immer eingeladen. Und dann stifte ich dann da auch so eine Taube immer, um das ein bisschen zu finanzieren. Und diese Taube, die der Borowitz von mir gekriegt hat, die hat warum auch immer bei ihm besser geflogen als wie bei mir. Das heißt, die Jungtaube, der schlechteste Preis, wenn ich richtig weiß, war der 11. Bei 6 Touren. Ja. Ne? Ja, ganz hervorragend. Und das war richtig gut, ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns spätestens wieder in Dortmund. Ja, absolut.